Herzlich willkommen zur 102. Folge mit dem Felix. Tag. Wo laufe ich überhaupt hin? Ach, Blei. So, jetzt ist kein Blei mehr hier drin. Alter. Wir haben ja richtig viel Blei. Und vor allem, wir haben 3.500 rote Munition. Das ist Was ja. ist denn das hier gewesen? War das Eisen? Das ist das Eisenfeld, was ich gesagt habe, was man irgendwer wegreißen könnte, genauso wie die Eisenschmelze, wenn man da mal irgendwann Hab vorbeikommt. keinen Inventarplatz. Ich lasse mal eins vom Boden fallen. Achso, und die kann auch weg. Okay. Wunderbar, dann ist das auch weg. So, dann habe ich jetzt hier auch gleich wieder Inventarplatz, dann kann ich das dann. Aber dann komme ich ja nicht mehr vorbei. Ne? Ach, ich brauche destruktive Destillationsapparate-Geräte. Hat man die nicht hier so gebaut? Oder was war das? Das sind Sediment. Ne, das sind Sediment-Geschichten. Ne, dann mache ich jetzt erstmal die anderen fertig hier. Welche waren denn das? Die da, was fehlt? Echt jetzt. Dampfturbinen. Ich habe keinen Platz für Dampfturbinen. Für was braucht so eine Maschine Dampfturbinen? Aus Prinzip. Würdest eher fragen sollen, erzeugt die dann auch Strom? Jetzt Dampfturbinen. Da braucht das so viele, wie viele Dampfturbinen? 4 Stück für eine? Kann ich nochmal 500 Stück holen? Das habe ich vergessen, was ich holen wollte. Achso, diese komischen Leiterplatten da. Ja, 5 Stück, 6 Stück habe ich. 16 brauche ich 10, das heißt, ich kann noch 40 Stück hier unten. Aber warum arbeitest du nicht mehr? Alter, echt jetzt? Nein, nein, ich sag dazu nichts. Wozu? Ein gelber Greifer, der zu einem roten Greifer das übergibt. Ja, das war, weil wir früher nichts hatten, was besser war. Ach so. Da konnten wir froh darüber sein, dass wir Untergrund hatten, aber Teile waren dann doch ein bisschen zu teuer. Ach so. Beziehungsweise, wir hatten auch ein bisschen Platzprobleme und so. Kein Chrom mehr. Musste man mehr schmelzen. Ja, mach ich doch, ja, wir Hast du eine schneiden ganze Schmelze. Schmelze? Kannst du einfach alle Kisten da reinkippen? Ich habe hier schnell so. Nein, sehe ich nicht. So, Chrom da rein. Wie viel brauche ich von dem Chrom? 10 Stück für eine. Jetzt habe ich 10. Das heißt, ich brauche noch 60 Chrom. Ha! Und ich habe noch genau 66 Chrom. Mega. Was ist jetzt leer? Stahl. Oh Mann. Ach nee, war nicht Stahl, war Leiterplatten. Okay. Hier. Ach, dann habe ich jetzt hier die Schweröl-Raffinerien, die 16 Stück. Hast du gut gemacht. So, jetzt brauche ich Destro. Alter, diesen Namen auch, ne? Ne, nicht Destillationsapparat. Davon brauche ich. Brauche ich Rohre, Alter. 16 Stück davon. Echt 10 Stück, so.
kommen da 16 Reformer raus. Was, wie schnell brauchen das Ding? 40? Oh, Stahl steht alles, brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Es ist alles leer. Ja, weil nur irgendjemand das Eisenband da nicht wieder angeschlossen hat, weil er es an irgendeiner anderen Stelle angeschlossen hat. Kannst du auch bestimmt noch. Nein, kannst du nicht. Sonst musst du halt auf unser einen Stahlband, was durch die halbe Basis läuft, mal draufstellen, hast du auch, glaube ich, ein paar Stahldinger. Und Sachen sparen. Na dann. Ich glaube, wir könnten unter Umständen Module gebrauchen. Das habe ich mir vorhin auch schon gedacht. Zum Beispiel würde das sehr auf den ganzen Erzfeldern helfen, um die mal schneller wegzubekommen. Okay, Module. Brauchst du nicht gucken, die sind erstens arschteuer und zweitens Jahre weit weg. 2.500, 7.500, 15.000, 20.000, 22.500. Alles klar. Hat sich damit gerade erledigt. Da waren 4.000 Stahl, dann jetzt sind es noch 2.500. Wie viel brauchst du denn davon? Das größere Problem ist, dass wir grundlegende Elektrotechnik davor noch machen dürften, nach Kohleverarbeitung, um die tollen Zweier Schaltkreise da, diese Leiterplatte 2 zu bekommen. Okay. Aber wenn ich mir mal so die Leiterplatte 2 angucke, kann ich auch gut und gerne drauf verzichten. Leiterplatte. Du musst Circuit eingeben, wenn du suchen willst. Muss ich gar nicht. Leiterplatte klappt nicht. Okay. Hier, cool. Was soll das, findet ja gar nichts. C. C-I-R-C-U. Das sollte schon reichen, ja. Hast du nur noch zwei. Zumindest bei F. Nee. Ich bin in einem Forschungsbaum. Beim Forschungsbaum musst du dann nach grundlegende Elektrotechnik gucken. Oder Elektronik, ja. Oder was weiß ich. Leiterplatte, optische Faser, Leiterplatte, Diode, Mikro, alles tatsächlich nicht. Da bin ich raus. 16. Achso, das waren jetzt diese Riesenmaschinen. Verdammte Axt. Dieses Rohr hier mit rein, das kann man doch bestimmt auch hier lang nehmen, oder? Dass man irgendwo rauskommt, wo man es auch wegkriegt. Vor allem jetzt machst du diese Riesenanlage, diesen Riesenplatz. Ja. Mit dieser Anlage
nur um 2 Montagemaschinen zu versorgen. Ja, so gehört sich das doch, oder nicht? Aber der, zuerst muss der Reformer kommen, ne? Ja, um das andere Gummizeug da herzustellen, ja. Oder Industrie-Ruß. Reformer? Oh ne, ist auch was anderes. So, Industrieruß aus Teer, heißer Luft und Vakuum oder aus Rohöl, heißer Luft und Vakuum. Aus Rohöl würde man zweimal Industrieruß bekommen. Ja, dann guck mal nach, wo du Rohöl herbekommst. Dann bist du, glaube ich, wieder ganz schnell auf einem anderen Hoffahrt. Oil. Crude Oil, ne? Oil. Aus kleinen Teilen. Achso. Hä? Kleine Teile. Das ist nicht so schwer. Drilling Fluid ist aus Sand, Sediment und Lehm. Das wollte ich als erstes eigentlich hinten herstellen, bevor ich diese Kästen da hergestellt habe. Aha, weil Drilling Fluid ist eigentlich recht einfach. Aus Teer? Es ist auch recht einfach eigentlich, aber. So. Aus Erzschlacke. Wie gesagt, Rohöl ist auch nicht so schwer, wenn man die Maschinen dafür gebaut hat. Aus Rohölfeldern. Hast du bisher hier ein Rohölfeld gesehen auf der Karte? Also ich habe zwar nicht 100%ig danach gesucht, aber ich habe noch keins gesehen. Okay, könnte ein Problem sein. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, was Drilling Waste ist, ob das Öl ist oder... Kleines Ölvorkommen. Aha. Mittleres Ölvorkommen. Aha. Großes Ölvorkommen. Aha. Massives Ölvorkommen. Aha. Bitumen. Was? Bitumen und... Achso. Bitumen, Hydrogen und Chrom, Sprengstoff, Rohr, Beton, Bohrkorn... Achso. Fracking. Ja, 4005. Ja. Das wollen wir haben. Nein, wollen wir nicht haben, das ist zu teuer. Kerogen. Lieferöl. Nixit und Teer, Alter. Aha. Synthesegas mit aromatischen Wasserstoffe und dann Rohöl. Ich glaube, wir haben nicht genug Teer über, ne? Ich weiß nicht, müsste man mal gucken. Aber Teer kann man theoretisch gesehen auch aus dieser Drilling Fluid herstellen. Und die Drilling Fluid ist halt echt, ehrlich gesagt, nicht so teuer. Das sind alles Wasser, ist im Endeffekt alles Wasser, wenn man es, glaube ich, ganz genau nimmt. Du kriegst nämlich alles theoretisch gesehen aus Sedimenten. Beziehungsweise Lehm aus Dampf? Seit wann stellt man Lehm aus Dampf her? Weil ich lebe auch aus Wasser? Ach, keine Ahnung. Ich sage mal so, könnte ein Reformer auf zweimal ein Reformer auf zwei, was waren das andere Zeug? So, zwei Schweröl-Raffinerien. Theoretisch. Wie schreibt, was ist ein Ruß auf Englisch? Epinosirus gibt es tatsächlich dann nur die beiden Rezepte. Also, was richtiger Ruß ist, ist Suit, aber das ist nicht, glaube ich, das, was du suchst. Ah, ja, meins. Carbon Black. 50 Rohöl.
4 Sekunden, das heißt 12,5 mal 16. Das wären 200 Öl pro Sekunde. Die kleinen Teile, muss ich ganz ehrlich sagen, sie wären mir zu teuer für die ganze Geschichte. Was genau jetzt? Bei Ja, drei. wenn ich aus Drilling Fluid das Rohöl mache, dann muss ich jedes Mal zwei kleine Teile reinschmeißen. Kannst auch theoretisch gesehen das überspringen, dann den Schritt und kannst direkt Rohöl draus machen aus dem Drilling Fluid. Mit den kleinen Teilen. So, Teer, 300 Teer. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so viel Teer übrig haben. 200, 400, das waren 6. Nee. Das waren 1000 Teer, knapp, die wir pro Sekunde bräuchten. So viel haben wir definitiv nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, was dieses Drilling Waste ist. Das ist irgendein Schrottzeug, was du gefühlt für nichts benutzen kannst. Das kannst du fünfmal voiden, so ungefähr, aber. Das hat irgendwas mit Bitumen zu tun, aber keine Ahnung. Sieht denn das Ding aus hier? Sieht aber aus wie so ein Ölfeld, ne? Von der Textur her schon, ja. Wir Förderpumpen bauen. Das sieht jetzt so komisch aus. Förderpumpe, 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 Förderpumpe. Ja, toll. Wir können aber bauen nur einen Natural Gas Derrick oder einen Pump Jack. Aber das würde ja nicht als Förderpumpe zählen. Ja. Wenn sie gleich aussieht. Nee. Und? Jetzt ist Gas der weg. Unknown Key Entity. Nee. Weißt du, was das Traurige ist? Ich muss es tatsächlich ausprobieren. Dieses komische Gas, der kann es nicht sein, was brauchen wir Dampfmaschinen? Das geht nicht, oder? Jetzt verschwindet die halbe Folge. Damit, weil ich es mir einfach machen möchte, und dann mache ich es doch anders, weil es nicht geht. Wäre nicht das erste Mal. So, du da. Das da, das da. Okay, das sieht vom Rezept her voll der Erzförderer. Sieht zumindest so aus, als ob das was sein könnte.
Dampfmaschinen, Leiterplatten und das da. Okay, und die brauchen extrem lange zum Bauen. 15 Sekunden Hersteller, da kann ich ja mal was trinken, kann auch einen rauchen gehen. Muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich gerade, Ja. hatten Sie das nicht schon mal ausprobiert? Ich habe es nicht ausprobiert, auf jeden Fall, so viel das wüsste ich. Okay, was haben wir denn sonst diese komischen? Ich meine, ich hatte die schon mal gebaut gehabt. Diese Drilling Waste. Ich suche noch mal ganz kurz im FN, bevor ich jetzt da hochlaufe. Zink Waste, Uranium Waste, Titanium. Drilling Waste. Bitumen Seed kommt 0% Drilling Waste raus. Ich muss es ausprobieren. Habe ich eine Kiste dabei? Habe ich eine Kiste dabei? Obwohl, da steht ja auch Drilling Waste 0. Das ist das Irritierende. Egal, ich muss das jetzt ausprobieren. Setzt so ein Ding drauf, macht einmal Bumm, halbe Basis kaputt und das Ding ist weg oder was? Erst da. Hätte was, ehrlich gesagt, wenn man so eine Möglichkeit hätte, so instant abreißen der ganzen Basis sozusagen sich zu holen. So, probieren wir es mal. Alter, sind das große Felder. Was? Skript deaktiviert. Sagen, es funktioniert nicht. Doch, es funktioniert. Aber Ja, ich brauche hier Bohrflüssigkeit 1, 2, 3 oder 4. dann ist ja im Aber Endeffekt das dann? Einzige, was du sparen könntest, das die kleinen Teile. Nein, da kommt ja kein Öl raus. Da kommt dann halt Drilling Waste raus. Aber das Training Base kannst du noch avoiden, oder nicht? Bitumen Seed kommt Drilling Waste raus. Und das kannst du ins Fass machen. Ja, aber sonst nur wollten, oder nicht? 20.000 Drilling Waste kommt null Wasser raus. Ja, dafür gibt es noch nichts. Also Drilling Waste ist komplett uninteressant. Seltene Erden, Phosphatstein, Kimmeltgestein, Kohlezeug, Tinnohr, Bleiohr, Niobohr, Chromium, Ionik. Muss dafür irgendwas zu gebrauchen sein. Den Scheiß, jetzt habe ich das gebaut. Das muss jetzt für irgendwas zu gebrauchen sein. Nö. Ansonsten man das wieder in die Kiste. Noch mehr Drilling Waste. Yay. Kupfer, Aluminium, Titanium, Zink. Drilling Waste. Yay. Fahrtchen Drilling Waste. Ja, toll, alles hier umsonst gewesen. Also brauche ich das doch daran anders. Mann. Okay. Dann würde ich sagen, kommt das Zeug in meine lieb nette. Nein, in Felix Inventarkiste. Damit du sagen kannst, was hat denn Felix sich schon wieder für eine Scheiße gebaut, oder wie? Nein, bei meiner Maschinenkiste aus meinem Inventar ist mich voll. Da passt nichts mehr rein. Achso, na dann. Glaube ich. Oh, ich habe sogar schon mal ein Dumpjet gebaut, dann kommt der da mit rein. Aber keine Rohölförderung oder kein Natural Gas Derrick. Gab es da nicht auch mal eine Fernsehsendung mit Derrick? Derrick? Ich glaube ja. Ja, Derek. Ich glaube, die ist aber auch einfach nur Derek. Ja.
Tut mir leid für alle Dereks da draußen, aber wenn es ein Kind Derek, Alter. Weil da kriegst du gleich so ein Kratzen, als Derek. Musst du husten. Hallo? Das kommt aber nicht davon, sondern eher davon, dass du erkältet bist und so, weißt du doch. Ach so. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hau drin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.